Es ist ein weiterer Psalm, liebe Schwestern und Brüder, den der Hebräerbrief bemüht. Um dieser verunsicherten Gemeinde deutlich zu machen, welche Ehre und Gnade es ist, dass Gott zu ihr spricht, im Wort der Schrift. Auch wir müssen immer wieder ja neu uns sozusagen auf die Spur bringen lassen, dass wenn wir das Wort Gottes hier hören, dass das nicht einfach Information ist. Das ist vergeblich. Es gibt keine Informationen hier. Es ist Transformation. Es ist Veränderung. Es ist gefährlich, sich diesem Wort auszusetzen. Wenn Gott selber spricht, und wenn er spricht, dann handelt er, dann schafft er etwas Neues. Und er schafft es mit uns. Der, der das wieder vormacht, der sozusagen die Spur legt in der Geschichte, ist Christus selber, der sich dieses Psalmwort aus Psalm 40 aneignet. Ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. Bei wie vielen Menschen ist dieses Wort wirklich angekommen und hat Gott diese Transformation, diese Veränderung bewirkt? So auch beim heutigen Tagesheiligen. Von dem, wie wir eben im Tagesgebet sprachen, vor allen Dingen seine unglaubliche Güte und Menschenfreundlichkeit in Erinnerung bleibt. Aber nicht nur das. Das ist ein Adliger, ja. Ida Friederike Görres sagt ja mal, das war wahrscheinlich leicht, mit ihm umzugehen. Der hat eine wunderbare Erziehung genossen, hat einen wunderbaren Charakter gehabt und war deshalb so angenehm im Umgang. Nicht umsonst fliegen ihm die Frauen zu und nicht nur die Frommen. Aber das wäre wieder ein Klischee, wenn wir es einfach darauf reduzieren. Es gibt eigentlich für diesen Franz von Sales einen bösen Start. Er ist ganz beeindruckt von einem überaus dunklen Calvinismus, einem überaus dunklen, schwarzen Calvinismus. Das heißt, ich bin vorherbestimmt. Mein Schicksal steht schon fest, ich kann eigentlich machen, was ich will. Und mein Schicksal heißt Verdammnis. Das ist die Jugend eines solchen Heiligen. Wie in einem Kerker sitzt er da drin. Bis er eines Tages eine Ahnung davon bekommt, wie wir das hier im Hebräerbrief hören. Ich komme, deinen Willen zu tun, denn du hast mir einen Leib bereitet. So will ich wenigstens, sagt Franz, in diesem Leben, auch wenn meine Verdammnis schon feststeht, Gott lieben. Und das wird zu seinem großen Programm. Er wird nicht nur ein vorbildlich Glaubender, er wird ein vorbildlicher Bischof in einem überaus schwierigen Gebiet, im südlichen Teil des Genfer Sees, in Savoyen, wo es permanent Auseinandersetzungen gibt mit militanten Calvinisten. Er macht das so elegant und er macht es so überzeugend, in seiner Lehre und in seiner Art so klar und verbindlich, dass selbst manchmal ein zappelnder und verunsichernder Papst fragt, wie macht das denn dieser Bischof? Und wenn ich weiß, wie er es macht, dann weiß ich, dass es recht ist. Das ist stark, wenn man um diese erste Prägung, um diese erste ja auch durchaus christliche Prägung, aber diese dunkle Prägung eines solchen Lebens weiß. Vielleicht hilft er uns mit seiner Fürsprache, seiner Eleganz und seiner Menschenfreundlichkeit, dass auch wir uns dem Wort Gottes mehr aussetzen, dass wir es nicht einfach nur neugierig hören, sondern uns hinhalten, wenn er zu uns spricht, ob wir die Psalmen rezitieren, ob wir die Lesung hören, ob Christus im Evangelium zu uns spricht, immer will und meint er uns und will uns führen zu einer Spur des Lebens, wie damals Franz von Sales.